Nicht nur in der Politik ist die Erschütterung über Putins Krieg groß, auch Industrie und Handel machen sich mehr und mehr Sorgen. Denn im globalen Wirtschaftsverkehr läuft es nur dann reibungslos, wenn ein Rad ins andere greift und die Lieferketten intakt sind. Schon jetzt aber sind die Geschäftsbeziehungen der deutschen Wirtschaft mit Russland und der Ukraine erheblich aus dem Takt. Auch die kleinsten Ursachen können eine große Wirkung haben. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die fehlen. Gelbe Senfkörner zum Beispiel. Die Lieferkette für die Altenburger Senfmanufaktur ist mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammengebrochen. Die russischen Partnerspeditionen fahren nicht mehr. Noch 3 Monate reichen die Vorräte, dann ist das Lager leer. Wir bekommen ja die gelben Senfkörner von Russland geliefert, auch schon über viele Jahre. Haben dann einen sehr zuverlässigen Lieferanten, der uns immer beste Qualität liefert. Und jetzt stehen die Senfkörner dort. Auch die kleinen Dinge können große Probleme verursachen. Das trifft gerade die deutsche Autoindustrie. In jedem Auto, das bei BMW, VW oder Porsche vom Band läuft, stecken Teile aus rund 12 Ländern. Und eben auch aus der Ukraine. Dort wird ein zentraler Kabelbaum gefertigt. Deshalb steht die Produktion in einigen Werken teilweise oder sogar ganz still. Also Ukraine ist ein wichtiges Land, das sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr positiv entwickelt hat, auch als Zulieferer für bestimmte Legierungen und Metalle, die wir brauchen im Automobilbereich. Russland ist etwas anders. Dort haben wir sehr viel Rohstoffe, die wir für die Energieerzeugung brauchen. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Formen von Abhängigkeiten. Auch dieses Metallbauunternehmen in Blankenburg im Harz spürt die Auswirkungen des Krieges. Hier werden pro Jahr aus rund 1500 Tonnen Stahl Spezialanfertigungen gebaut, unter anderem für Windkraftanlagen. Der meiste Rohstahl dafür kommt seit Jahren aus der Ukraine und aus Russland. Die Lage jetzt sei kritisch. Diese schlagartige und unerwartete Situation, die hat uns wirklich überrascht, überfordert uns auch, muss ich ganz klar sagen. Der Preis ist gestiegen, kann ich Ihnen sagen, im Walzmaterial um über 200 Euro pro Tonne. Das sind ungefähr 20%. Der Krieg hat Folgen für die deutsche Wirtschaft, nicht nur im Produktionsbereich. Deutsche Digitalunternehmen, wie etwa der Frankfurter Softwarehersteller Billwerk, sind abhängig von IT-Fachkräften, die in der Ukraine sitzen und dort für sie arbeiten. Die Tech-Branche zählt zu den wichtigsten Exportfaktoren der Ukraine und die Ausfuhr von Software-IT-Dienstleistungen wächst pro Jahr um ca. 20%. Das heißt, branchenübergreifend unterhalten mehrere tausend deutsche Unternehmen, da sind auch viele Tech-Unternehmen, vor allen Dingen auch Start-ups, wirtschaftliche Beziehungen in die Ukraine und beschäftigen Zehntausende von Mitarbeitern. Wir gehen sogar teilweise von 100 bis 200.000 Mitarbeitern aus. Und dieser Wegfall jetzt, das trifft die deutsche Digitalwirtschaft hart und lässt sich so einfach nicht kompensieren. In der IT-Branche sind nun viele Projekte auf Eis gelegt. Unternehmen anderer Wirtschaftszweige wollen sich umorientieren, vor allem von Russland unabhängiger machen. Von heute auf morgen funktioniert das allerdings nicht. Die Manufaktur in Altenburg etwa plant, künftig Senfkörner aus der Region zu beziehen. Doch auch der Senf aus Thüringen muss erst einmal gesät werden. Seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat die internationale Gemeinschaft Russland mit weiteren Sanktionen überzogen. Russland ist jetzt das am meisten sanktionierte Land der Welt. Über 5.100 Einzelsanktionen sind verhängt worden. Die einen wiegen schwerer, die anderen weniger schwer. Besonders schwer wiegt sicherlich der Ausschluss vieler russischen Banken vom Zahlungssystem SWIFT. Auch die eingefrorenen Währungsreserven der Notenbank machen natürlich zu schaffen. Privatvermögen wurden eingefroren und der Luftverkehr wurde eingeschränkt. Russische Maschinen dürfen außerhalb Russlands fast nicht mehr landen. Außerdem gibt es Exportembargos von wichtiger Technologie und viele Unternehmen haben ihre Geschäftsbeziehungen ausgesetzt, darunter die deutschen Automobilhersteller, aber auch viele Supermarktketten und Technologieunternehmen und in den USA, zum Beispiel der Streamingdienst Netflix, der nicht mehr sendet in Russland und McDonald's verkauft dort keine Hamburger mehr. Wie stark wirken diese Sanktionen und sind sie wirklich geeignet, für Frieden wieder zu sorgen? Diese Frage beschäftigt natürlich die Vertreter der Wirtschaft. Diese Frage beschäftigt an den Finanzmärkten und in der Politik. Deshalb die Frage an Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Wie schätzen Sie diese Sanktionsspirale ein? Wirkt das schon?
Das wirkt jetzt schon und das wirkt sehr kurzfristig in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten und je nach Fortgang der politischen Auseinandersetzung auch in den nächsten Jahren. Das wird dazu führen, dass das Handelsvolumen Russlands mit dem Ausland stark nach unten geht. Das hat natürlich negative Effekte für alle Beteiligten. Eine Maschine, die nicht verkauft wird, schädigt sozusagen den Käufer genauso auch wie den Verkäufer. Der Unterschied ist, dass beispielsweise im Verkehr mit dem Westen, mit den westlichen Ländern, sich diese Schäden bei den Verkäufern auf eine viel, viel größere Volkswirtschaft verteilt. Die Europäische Union ist etwa 10-mal so groß wie die russische. Und deswegen sind die Effekte in Russland sehr, sehr viel stärker spürbar. Nicht umsonst rechnen wir in Russland mit einer Rezession von -5 bis -15%. Das sind Größenordnungen wie in der Corona-Zeit. Mit dem Unterschied, dass die Aussichten auf Besserung eben nicht da sind. Weil solange die Sanktionen bestehen bleiben, wird es eben schwierig. Es ist ja so, dass auch Technologie eben nicht mehr transferiert wird, nicht mehr geliefert wird. Jetzt gibt es Schätzungen, dass man sagt, das wird mittelfristig die russische Wirtschaft ziemlich hart treffen. Um ein Beispiel rauszuziehen, wenn keine Flugzeugteile mehr geliefert werden, könnte das passieren, dass in absehbarer Zeit die halbe russische Flotte am Boden bleiben muss. Das sind ja schon ernste Folgen dann. Richtig, das sind dann die Folgen, die über die reinen Zahlen hinaus dann greifbar werden für das tägliche Leben der russischen Konsumenten. Russland hat es eben versäumt, in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine eigene technologische Entwicklung voranzubringen. Man hat da als Geschäftsmodell mehr oder weniger den Verkauf von Rohstoffen und auf der anderen Seite den Konsum der Erlöse gewählt. Das ist ein markanter Unterschied zu beispielsweise China. Und deswegen bleibt Russland in den nächsten Monaten und Jahren dann ausschließlich die Hinwendung zu Märkten, die eben noch offen sind. Und das ist natürlich auch zu erwarten, dass der Austausch mit China stark wird. Wie stark allerdings China wiederum an einer so engen Partnerschaft mit Russland interessiert ist, das steht auch dahin, denn da gibt es auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Gibt es denn die technischen Möglichkeiten, dass China da in die Bresche springt? Also China ist ja alles andere als nur noch eine verlängerte Werkbank dieser Welt. Die bauen selber Chips, die stellen selber Computer her. Also könnten sie das doch eventuell kompensieren, oder? Unbedingt. Also China ist in vielen Bereichen technologisch sehr weit vorangeschritten. Das wird nicht jede Lücke ersetzen, denn in einigen Branchen, in einigen Sektoren sind die chinesischen Entwicklungen eben doch noch nicht so weit. Aber diese Umorientierung wird stattfinden. Das ist ähnlich wie auch in den westlichen Marktwirtschaften, die jetzt verzichten müssen von heute auf morgen auf die Rohstoffe aus Russland. Und diese Umstellung lässt sich eben nicht sofort bewältigen. Deswegen sind ja auch hier die Anpassungsprobleme vorhanden. Und Ähnliches ist in Russland auch zu erwarten, dass die Umorientierung der Wirtschaft Richtung neuer technologischer Standards beispielsweise nach China auch stattfindet und in gewisser Weise die Dinge abmildert. Da ist die Frage, wie stark wird China politisch diese Partnerschaft voranbringen? Wie stark wird China meinen, in die Bresche springen zu können? Denn das wird natürlich erhebliche Konflikte auch wiederum mit dem Westen hervorrufen. Also Sie haben eben die Bedeutung des Konsums in Russland hervorgehoben. Wenn jetzt keine französischen Handtaschen mehr in St. Petersburg und Moskau zu kaufen sind, wenn die Menschen dort nicht mehr den Burger essen können, den sie vielleicht gewohnt sind, ist das eine scharfe Sanktion? Sind das Nadelstiche? Ist das eine Psychologie? Wie schätzen Sie die psychologische Wirkung solcher Sanktionen ein? Nein, es ist schon allumfassend. Also es geht, Sie haben es gerade gesagt, um einzelne Produkte, aber es geht auch um einen Preisschock, der alles betrifft. Der Abwertung des russischen Rubels führt zu zweistelligen Inflationsraten in Russland für den russischen Konsumenten. Das heißt, er wird in seinen Möglichkeiten sehr stark beschränkt. Aber es ist so, das wissen wir ja auch, dass die russische Regierung diese Entwicklung nahtlos einbauen wird in ihre Sicht der Welt, nach der sie eben berechtigte außenpolitische Interessen haben, die vom Westen nicht anerkannt werden und der Westen Russland stranguliert. Inwieweit das bei der russischen Bevölkerung durchgeht oder inwieweit man der russischen Bevölkerung auch mal die Gelegenheit gibt, die andere Seite wenigstens anzuhören in den Medien, das steht dahin. Das heißt, die politischen Folgen sind natürlich nicht abschätzbar, aber die ökonomischen Spürbarkeiten, die sind ganz enorm.